Ja, ein herzliches Hallo zur Folge 6 von Farakao. Es ist Mittwoch, 3:39 Uhr. Ich hatte vorher mit dem Geschäftsführer der Firma Stokes in Wien, wo ich zuletzt abgeladen habe bei der Folge 5, was nicht so sehr geklappt hat, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte, ein ja, kleines Gespräch. Und zuerst dachte ich mir, er würde mir jetzt da negative Sachen sagen, in Form von, du hast deinen Beruf verfehlt oder sonstiges, weil du da nicht reingekommen bist. Nein, so war es nicht. Im Gegenteil, er hat mich gelobt, dass ich eine Schwäche zugegeben habe. Und hat mir das Angebot gemacht, er hätte in Graz eine kleine Garage. Eine ganz winzige, die seit Jahren brach liegt. Und er hat mich gefragt, ob ich diese haben möchte. Ich habe ihm dann gesagt, naja, haben würde ich sie doch gerne, aber das Problem sind die Finanzen. Er gemeint, nein, er will nichts dafür haben. Ich könne sie mir ja später dann kaufen. Ihm wäre es wichtig, dass diese Garage genützt wird und nicht da vergammelt. Also habe ich nach ein paar Minuten Überlegen ja gesagt und zu ihm gesagt, gut, dann werde ich mich in den Zug setzen und nach Graz fahren. Daraufhin hatte er dann gemeint, nein, brauchst du nicht. Ich habe eine Tour nach Graz. Dann kannst du mit dem LKW hinfahren. Okay, dachte ich mir. Angenommen. Ja, nun sitzt du hier in dem LKW, in dem wunderschönen Scania. Mit 16 Tonnen Reifen zur LKW-Lok in Graz. Das ist das Einzige, was er mir ermöglichen konnte. Aber, naja, immerhin besser als die Zugfahrt, würde ich jetzt mal so sagen. Also, starten wir gleich mal los. Und fahren wir mal die 135 Kilometer nach Graz. Weil im Endeffekt was Besseres konnte mir jetzt gar nicht passieren. Auch in Form von ja, Kredit hat er mir zugesichert, dass er mir da helfen wird, dass ich mir einen eigenen LKW kaufen kann. Und ja, schauen wir mal, ob das dann auch wirklich so ist. Da vorne sehe ich gerade einen LKW-Händler. Den werden wir da jetzt noch schnell mal aufdecken. Weil. Dankeschön, liebe Verkehrsteilnehmer, ihr seid sehr nett zu mir. Es wäre doch interessant zu wissen, was das für einer ist. Ist ein Iveco-Händler? Naja. Nicht gerade die Traummarke eines LKW-Fahrers, aber solange er günstig ist, kann man es ja nehmen. Jawohl, beim Händler, da werden wir drinnen natürlich mal umdrehen.
einmal kurz wenden, bitte. Er hat jetzt eh noch geschlossen. Da werden wir dann in Graz reinschauen. Dann fahren wir halt mal gemütlich nach Graz. Dann schauen wir mal auf die Bank, was der Bankberater dazu sagt, ob der Chef von der Firma Stalkers wirklich da für mich interveniert hat. Holla, die Waldfee. Okay. Da haben wir jetzt einen nicht ordnungsgemäßen Spurwechsel gemacht. Weil ich da etwas abgelenkt war. Sollte normalerweise nicht passieren. Haben wir nur Glück gehabt, dass da gerade kein Verkehr war, weil sonst hätte es jetzt gerade fürchterlich gescheppert. Hey, und zerrissen hat sich auch. Ich glaube, ich habe mich bei dem Wetter da in Wien etwas verkühlt. Jawohl, ich habe mich verkühlt bei dem Wetter. Das Gespräch fand auch im Freien statt und nicht in der Halle drinnen.
Aber ja, das kriegen wir alles wieder hin. Ich sehe da, was mir gar nicht gefällt, nämlich wieder mal die Wiegestation. Ja, wunderbar. Gucken wir mal, ob Sie dieses Mal meine Papiere sehen möchten. Oder wieder nur das Gewicht prüfen. Damit wir die Waage da nicht kaputt machen. Fahren wir mal etwas langsamer drüber. Okay, die wollten nur mein Gewicht haben. Jetzt haben sie es. Jetzt sind sie hoffentlich glücklich. Könnte was daher kommen, da kommt aber nichts daher, okay. Wieder mal ein Punkt reicht, da bleiben wir lieber mal stehen.
Oh, eine Straßenbahn überholt uns. Das geht sich gerade noch so aus mit der Ampel. Ja, da ist eh keine Straße, dann haben wir doch gleich mal die Fahrspur wechseln. Ja. Und wie ich es mir gedacht habe, die nächste rote Ampel ist da. Oh, ein Busfahrer mit Hirn. So, dann schauen wir mal, wo man den Kilometer abstellen dürfen. Aber ich habe schon mal ein dumpfes Gefühl, dass es nicht so schön wird und nicht so einfach. Ach, naja. Sagen wir mal, es ist noch im Rahmen. Ich hoffe mal, wir zerkratzen da jetzt nichts. Aber es schaut nicht so aus. Irgendwie da ist irgendwas zu kratzen. Aber ich komme irgendwie auf die falsche Seite. Sehen wir wenigstens wieder was im Spiegel.
Oder dann werden wir dann mal die Pracht abgeben. Jawohl, wunderbar. Ausgezeichnet abgeliefert, ohne Frachtschaden, ohne Kratzer. Am Fahrzeug selbst. Ja. Und jetzt werden wir mal den lieben Bankbetreuer da besuchen. Also ja, ich denke, der Boss von dort hat nicht zu viel versprochen. Wir würden den Kredit bekommen. Ja, jetzt gehen wir mal schauen, wie viel das ein neuer LKW kostet. Schauen wir einfach mal bei Iveco in Wien nach. Welche LKWs das wir da bekommen? Holla die Waldfee, der ist schon etwas teuer. Mit 158.000. Dann schauen wir doch lieber mal beim Iveco, beim Gebrauchtwagenmarkt nach. Iveco, 140.000, immer noch zu teuer. Was wird denn da beim MAN verlangt? 74.000. Okay. 74.608 bei 95.229 Kilometer. Ja gut, dann schauen wir mal beim LKW-Händler nach, was ein neuer MAN kosten würde. Das habe ich da jetzt nur zu erwähnen, aber macht ja nichts. Das wäre der Euro 6. Nicht der Euro 5. Kostenpunkt 107.000. 355 Euro. Mit 330 PS. Schauen wir mal, wie viel das der mit der Lackierung kosten würde. Den ich mir ja auf der Fahrt nach Graz schon Gedanken gemacht habe. Und die. Und das Transportunternehmen Eurotrans nennen möchte. Also wäre da diese Lackierung hier an ganz gut. Ja, könnte man lassen. Den Rest würde man auch nicht brauchen, bis auf die Lackierung. Also 115.855. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, knapp 75.000 kostet der gebrauchte Euro 5. Wer weiß, was da zum Investieren ist. Also würde ich auf einen neuen tendieren, weil ob ich jetzt 116.000 Euro für einen neuen ausgebe oder 75.000 für einen gebrauchten und dann vielleicht noch 50, 60.000 Euro reinstecke, wenn ich Pech habe, kommt mir der neue doch günstiger. Also, wir schauen mal wirklich auf die Bank und schauen mal, ob wir das Geld überhaupt so bekommen. So, wir nehmen uns da mal 150.000 auf. Nee, brauchen wir gar nicht, weil wir brauchen ja nur 120.000. So, haben wir bekommen, gerade mal eben so. Jetzt haben wir aber
Jetzt haben wir einen Kontostand von 155.300 182, okay. Haben wir noch ein bisschen Spatze. Und wir gehen uns dann mal den LKW kaufen. Das heißt, wir könnten uns rein theoretisch auch gleich ein anderes Getriebe zulegen, aber zuerst schauen wir mal in die Lackierabteilung. Jawohl, da haben wir die Lackierung. Ein anderes Getriebe, 12-Gang-Retarder. Jawohl. Motormäßig, wie schauen wir da aus? 360, 400 PS. Würde sich auch noch ausgehen. Ja, dann haben wir gleich mal einen LKW mit 400 PS und nicht mit 330. Den können wir ja eigentlich so mal von der Stange weg kaufen. Bestätigen. Und den kaufen wir jetzt einfach mal. Kostet uns 122.695 Euro. Aber den Kredit müssen wir sowieso zurückbezahlen. Also können wir es auch gleich ordentlich machen. Mit der Lackierung und vernünftiges Getriebe und vernünftiger Motor. Den kaufen wir uns jetzt einfach dann mal. So, jetzt sehen wir dann gleich mal unsere geliehene Garage. So, liebe Leute, mit diesem Anblick hier werde ich mich schon mal vorab verabschieden. Es war mir ein Volksfest. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie ihr seht, in der Garage ist nicht wirklich viel drinnen, aber macht nichts. Es ist zumindest mal ein Anfang. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Support ist kein Mord. Und in diesem Sinne sage ich zu euch. Babaji, bis zur nächsten Folge.